Klappe! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute mal einladen zu einer kleinen Roomtour in meiner Bastelwerkstatt. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe mir ja im Keller einen kleinen Raum ein bisschen umgebaut und habe da ziemlich viel überlegt bei der Planung. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was da draus geworden ist. Und vielleicht ist für den einen oder anderen ein Tipp dabei, wie man seine ganzen Bastelutensilien am besten aufbewahrt. Am wichtigsten war mir bei meinem Bastelbereich, dass an dem Bereich, wo ich sitze, dass ich alles griffbereit habe. Alles, was ich dringend oder alles, was ich immer brauche, dass es gleich in meiner Griffnähe ist und dass man nicht so viel hin und her rennen muss, wenn man was braucht. Und dazu war der wichtigste Bereich hier der Bastelbereich. Und ich zeige euch jetzt mal, was hier alles so steht. Also wir fangen hier an meinem Hauptbereich. Und hier habe ich ein ganz tolles Stanzregal, wo ich alle meine ganzen Stanzen aufbewahre. Ich verlinke euch auf jeden Fall in der Infobox, wo ich die Regale her habe. Da hat sich inzwischen auch ein bisschen was mit der Größe verändert, also von den Breiten, dass man auch die zwei großen Stanzen nebeneinander bekommt. Das seht ihr dann bei der Firma, die das herstellt. Und von der gleichen Firma habe ich auch meine Stempelkissenregale. Die sind jetzt noch für die alten Stempelkissen, aber die haben auch schon umgebaut sozusagen oder weiterentwickelt für die neuen Stempelkissen. Was ich jetzt hier als kleinen Tipp gemacht habe, ist, dass ich mir einfach, weil die neuen Stempelkissen ja ein bisschen kleiner sind als die alten Stempelkissen, habe ich mir einfach so einen Karton auf 1 cm geschnitten, habe mir den hinten reingelegt und kann mir dann mein Stempelkissen genauso gut unterbringen und das genauso toll rausnehmen wie bei den alten Stempelkissen. Hier oben habe ich meine Fingerschirmchen. Die sind in einer Box super aufbewahrt, so habe ich alle gleich griffbereit und die sind auch gleich über meinen Stempeln, sodass ich immer ran kann. Dann kommen wir zu dem Bereich hier oben. Das ist ein super tolles System vom schwedischen Möbelhaus, das ich total klasse finde, gerade für Bastelutensilien. Denn hier haben wir die Möglichkeit, viele kleine Teile gut unterzubringen in so kleinen Schubfächern. Oben drüber habe ich meine Bretter, auch hier drin ist nochmal ein Falzbrett. Ich kann hier oben wichtige Notizen hinmachen, auch ein paar Sachen wie zum Beispiel meine Magnete einfach an diese Klammern hinhängen. Und hier habe ich meine ganzen Washi-Tapes und meine Bänder, so dass ich die hier gleich runterziehen kann und dann zur richtigen Länge abschneiden kann. Also wirklich total praktisch und hier ist auch noch ein bisschen Platz, also ich werde da noch ein bisschen was unterkriegen können. Hier im hinteren Bereich habe ich einmal meine Unterlage, das ist auch einfach nur so ein Schneidebrett, das habe ich mir mit Backpapier überzogen und wenn ich mit den Brushes arbeite, dann kann ich das super verwenden, um meine Unterlage nicht nass zu machen. Und daneben habe ich mir einfach ein kleines eigenes Regal gemacht mit diesen Ordnern, die ich andersrum gelegt habe und da passt super mein Schneidebrett rein und so habe ich das auch immer griffbereit und gleichzeitig auch schnell wieder verräumt. Natürlich auch Feuchttücher und Zewa passt. Gehört eigentlich auch immer dazu, braucht man auch. Und einen Mülleimer. Dann kommen wir hier zu meinem Hauptbereich. Hier oben seht ihr die Ringleuchte. Hier oben hängt normalerweise die Kamera, wenn ich Videos aufnehme. Ich werde euch jetzt ein Video oben rechts verlinken, in dem ihr nachschauen könnt, wie man ein Bastelvideo aufnimmt. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Da seht ihr dann auch genau die Lampe und die Halterung. Nochmal super. Hier ist ein kleines Radio für Musik und Hörspiele. Wenn ich bastel, dann höre ich gerne Hörspiele an, weil das einfach total entspannend ist. Und daneben sind meine ganzen Marker. Hier habe ich noch ein kleines Mini-Regal. Das war einfach aus einer Süßigkeitenverpackung. Und da sind meine Stempel drin, selbstgemacht in Babsis Bastelwerkstatt und meine ganzen Logo-Stempel. Unten drunter habe ich noch so Restteile, die ich schon mal ausgestanzt habe und da ist, glaube ich, gar nichts drin. Genau, da hat noch ein bisschen was Platz. Hier in meinem oberen Bereich habe ich einige Videoprojekte, die in nächster Zeit noch folgen, die ich aufnehmen werde. Da schneide ich mir meistens so Materialtüten zurecht, richte das alles her und kann das dann gleich verwenden. Und hier habe ich zwei Bücher für mich gemacht. Einmal Bastelprojekt Anleitungen für mich, wo ich mir Anleitungen aufschreibe, die ich eben schon gebastelt habe oder die ich basteln werde, damit ich da immer nachschauen kann. Und einmal Bastelparty-Projekte, wenn wir eine Bastelparty oder einen Workshop machen. Auch da schreibe ich mir dann auf, was man dazu alles braucht, wie man es hergerichtet hat. Und dann ist es ganz einfach, wenn man da mal was nochmal nachbasteln will, dass man das dann hier gleich alles notiert hat.
Hier drüben im oberen Bereich ist jetzt eine kleine Lampe. So eine Babsis Bastelwerkstatt-Lampe, die sind ganz cool. Und hier ist schon der erste Teil von meinem Papier. Ich komme da gleich dazu, wenn ich das Papier erkläre, dass ich euch auch das hier oben zeige. Vorher möchte ich aber noch gerne den unteren Bereich mit euch durchgehen. Ich habe hier einmal eine alte Dose ein bisschen umdekoriert und bewahre hier die wichtigsten Sachen auf, wie zum Beispiel mein Papierfalzer, meine Schere, Lineal, meine Aquapainter. Alles, was ich in Griffnähe brauche, ist hier drinnen und auch in diesem Bereich. Also hier habe ich einmal Wasser, also da ist kein Duftspray drin, sondern das ist einfach nur ein Wasser, abgefüllt in so eine Pumpflasche. Zum Stempelreinigen, genauso wie hier, meine Stempelreiniger stehen. Und hier habe ich noch so ein kleineres Regal mit der Diergummi-Pinzette, die ich auch andauernd brauche. Meiner Bürste für die Stanzteile, meiner Feile. Ich habe euch ja auch mal ein Video gezeigt, wie man Papier wieder mit schöneren Kanten kriegt, wenn die Klinge nicht mehr ganz scharf ist. Deswegen liegt hier eine Feile, ein Pinsel zum Embossen und hier hinten sind einfach Stifte, die man andauernd braucht. Gleich daneben habe ich hier in diesen tollen Boxen, ganz kurz noch, dieses Teil hier ist einfach so ein Schminkutensilien-Aufbewahrungsteil. Das habe ich, glaube ich, beim Aldi gekauft oder in irgendeinem Discounter. Da kommen normalerweise Lippenstifte und Schminksachen rein, aber ich habe das jetzt ein bisschen umfunktioniert und finde das total super so. Dann habe ich daneben meine ganzen Stempelblöcke. Das ist mir ganz wichtig, dass das ganz nah an mir dran ist, weil ich das natürlich ständig brauche. Und die sind hier einfach in so Boxen, auch vom schwedischen Möbelgiganten. Die habe ich hier gleich öfter verwendet, weil ich die super praktisch finde und man die auch natürlich zu sich herstellen kann. Aber ich komme eigentlich so ganz gut hin. Hier in dem gleichen Aufbewahrungssystem habe ich die ganzen Klebeutensilien drin. Also das sind meine Snail Fast Fuse, die Klebepunkte, die Dimensionals, Abreißklebeband und meine ganzen Glitzis drin. Und so kommt man auch super hin und hat alles da. Ich verlinke euch auch, wie die Boxen heißen, in der Infobox unter dem Video. Und dann kommen wir zu diesen beiden Boxen. Das ziehe ich mir jetzt mal ein bisschen vor. Hier habe ich drin meine ganzen Sinlets und Framelets Formen und meine Prägefolder. Und das gleiche habe ich hier auch nochmal. Das sind eben die großen Zahlen zum Beispiel, die sind ja in so großen Hüllen verstaut und die habe ich einfach andersrum hier reingelegt und habe da noch meine ganzen großen Prägefolder drinnen oder auch andere Stanzteile oder meine diese Matten. Ich habe euch schon mal ein Video gedreht, das werde ich euch jetzt auch oben verlinken, wie ich meine Sinlets und Framelets aufbewahre, nämlich auf so Metallplatten und wie ich das gemacht habe. Das könnt ihr gerne nochmal nachschauen in dem anderen Video, das ich euch eben jetzt verlinke. Und dann kommen wir zu einem Teil, das ich total super finde und total praktisch. Das sind meine ganzen Papiere und die Papieraufbewahrung. Und zwar habe ich hier so einen kleinen Rollwagen, der also super unter meinen Schreibtisch reinpasst. Und hier hängen ganz viele Register drinnen und da habe ich meine ganzen Papiere ordentlich reinsortiert. Ich habe hier einmal den ganzen Farbkarton, der im Moment aktuell ist. Hier habe ich die alten Farben. Hier hinterhalb habe ich zum Beispiel Kuverts, Aquarellpapier, Druckerpapier und da dahinter habe ich nochmal meine ganzen Designerpapiere. Vorne natürlich die aktuellen, die dahinter sind schon ein bisschen älter. Dann kommt der ganze Farbkarton in 12x12 Inch und dann kommen besondere Papiere wie zum Beispiel Glitzerpapier, so Diamantengleisen oder so Folienpapier. Genau. Dann habe ich hier hinten noch Karton, das es mir auch immer zuschneidet und aufhebt. Das brauche ich ja für meine Sinlets und Framelets Formen. Und hier hinten ist noch anderes Papier in 12x12 Inch. Und ich habe mir hier, wenn man jetzt mal so ein Register rausnimmt, habe ich mir immer oben in der Beschriftung einmal hingeschrieben, wie das Papier heißt, also Currygelb in dem Fall. Und habe mir daneben mit der einen halben Inch Kreisstanze einfach ein Stück von dem Farbkarton ausgestanzt und mit einem Klebepunkt einfach da drauf geklebt, dass ich das gleich sehe, welche Farbe das hat. Und ich finde, das ist total praktisch. Genau, und dann habe ich hier innen drinnen immer noch eine Glassichthülle, wo ich beschriftet habe, wie das Papier heißt. Und hier kommen die ganzen Reststücke rein, sodass ich das alles in einem habe und
Ich finde, das System ist wirklich perfekt und ich kann es total weiterempfehlen. Auch hier werde ich nachschauen, also alles, was ich finde, werde ich euch in der Infobox verlinken, wie dieser Rollcontainer heißt und auch wie die Register, die man da reinmacht, wie die heißen, dass ihr die dann auch bestellen könnt, wenn euch das gefällt vom System. Meine 12x12-Inch Papiere habe ich in diesen ganz großen LP-Hüllen. Ich glaube, das habt ihr bestimmt auch schon von anderen Demonstratoren gesehen. Das ist einfach ein super Tipp und da passen die super rein. Hinten ist dann immer die Beschriftung drin, wie das Designerpapier heißt und welche Farben da drin sind. Und so muss ich mir das gar nicht mehr vorne draufschreiben. Und dann habe ich hier oben noch mein 6x6-Inch Designerpapier stehen. Das ist in so kleinen Hüllen, auch so. Früher gab es auch diese kleinen Platten, das sind solche Hüllen von so kleinen Platten und das ist auch total praktisch. Und hier sind auch noch einige ältere, manche von denen ich mich einfach nicht trennen kann, weil die so schön sind, dass man sie gar nicht verbasteln kann. Ich hoffe, ich gehe es da manchmal auch so. Und vorne die neueren, genau. Habe ich einfach in so einem, ich weiß gar nicht, wie man so ein Briefregal oder sowas ist das, glaube ich. Genau, da passt das ganz gut rein noch und ich muss die jetzt endlich mal angehen, dass das ein bisschen weniger werden, dass ich da nicht zu wenig Platz dafür habe. Okay, dann habe ich hier noch ein ganz großes Schneidebrett stehen. Das ist dafür da, gerade wenn ich Workshops vorbereite oder Projekte mache, wo ich ganz viel Papier auf einmal schneiden muss, dann ist die Schneidemaschine einfach super. Da kann man einen richtigen Stapel von Papier durchschneiden. Und ja, dafür verwende ich die hier. Hier unten habe ich noch einen kleinen Rollcontainer. Im obersten, ja, mein, da ist halt Stifte und alles, was Frau so braucht. Werkzeug, Meterstab, ganz wichtig. dann habe ich hier noch ein Fach mit alten Stanzen von anderen Firmen, die ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr wirklich benutze, weil ich einfach mit Stampin' Up! Total zufrieden bin und das so richtig gut finde von der Qualität. Aber natürlich kann ich sie auch nicht wegschmeißen. Vielleicht hat man ja den ein oder andere Stanze, die man dann doch noch verwenden kann. Und ganz hier unten ist nochmal mein Ersatzregister sozusagen. Also hier sind noch leere Register und dann noch so Farbkarton, den ich einfach, manchmal gibt es ja beim Discounter oder so verschiedene Farbkartone zum Kaufen und da habe ich natürlich auch mal was gekauft und das ist hier ganz schön sortiert in Farben. Hier oben habe ich jetzt noch eine Kiste mit einem Videoprojekt, das ich in nächster Zeit machen möchte. Da sind noch ein paar Utensilien drin. Hier habe ich noch eine kleine Kiste mit Karten, die schon fertig sind. Und hier unten drunter ist das karierte Papier von Stampin' Up!, das ich auch vor allem für Workshops ganz gut verwende. Dann habe ich hier unten noch einen kleinen Schubladenschrank, der normalerweise ganz hinten steht und in dem sind eigentlich Sachen drin, wo ich nicht so oft brauche. Also hier oben habe ich auch noch ein bisschen Platz, da ist jetzt erstmal eine leere Schublade. Dann habe ich hier so Scheren mal gekauft mit so Musterschnitten und Glitzerstifte. Hier hinten sind noch meine ganzen Nieten von der Cropperdial. Die seht ihr nachher noch. Das ist so eine Zange, wo man nieten und lochen kann. Dann habe ich hier ein Fach mit Schwämmchen, nochmal eine Wasserflasche, Alkoholpads, wenn ich mal was sauber machen muss. Hier ist noch so eine Box. Das ist einfach ganz praktisch mit ganz vielen Stanzteilen. Man hat sich ja immer mal wieder mal was ausgestanzt, was man vielleicht dann doch nicht auf dem Projekt verwendet. Und diese ganzen Reste sammle ich hier einfach. Dann kann man auch, wenn man mal was sucht oder was braucht, sich an der Box ganz gut bedienen. Hier hinterhalb habe ich noch eine kleine Kiste mit Embellishments, also zum Beispiel für die Schüttelkarten, da sind Sterne und Kreise und so Paletten drin, das ist ganz praktisch. Dann habe ich hier noch ein Tagfach mit lauter Tags und hier ist noch ein Fach mit lauter so Glitzy-Zeug, wo man halt in irgendwelchen Sets mal dabei hatte. Brauche ich jetzt nicht so oft, deswegen steht es relativ weit unten und hier ist noch mein leeres Fach, also ich habe auch noch ein bisschen Platz. Genau. Dann ist hier unten drunter meine Steckdosenleiste. Das ist total praktisch, weil in diesem Bereich hier, ich zeige euch das jetzt mal in der ersten Schublade, ist mein Föhn drinnen fürs Embossen und mein Ladegerät für meinen Akku von der Kamera.
Und das Gute ist, dass ich das einfach hier so drin lassen kann. Und mit dieser Öffnung hier habe ich die Kabel, die hängen zwar dann darum, aber die sind, muss ich trotzdem nicht jedes Mal abmachen. Das finde ich total praktisch. Hier oben drüber ist mein großes Falzbrett. Das finde ich auch super, weil jetzt habe ich auch total schnell griffbereit. Und da sind auch die Auflagen drauf, die Diagonale, die es leider nicht mehr gibt, und die mit der metrischen Einheit. Unter dieser Schublade habe ich noch eine Schublade mit ganz viel Ersatzteilen, zum Beispiel Kleber oder Glitzis, Klingen zum Nachschneiden. Da ist auf jeden Fall noch jede Menge Zeug, das halt schnell mal ausgeht beim Basteln, und dann hat man hier das gleich griffbereit zur Hand. Und hier ist meine Heißklebepistole drin, meine zwei Heißklebepistolen. Und ich habe jetzt eine neue bekommen, wo man kein Kabel mehr hat. Das ist total praktisch und deswegen ist die auch ganz nah an meinem Basteltisch. Und hier ganz unten habe ich noch so eine kleine Goodie-Schublade. Da ist noch ganz viel Vorrat drin, was man schön verpacken kann. Ein paar Süßigkeiten oder auch mal so eine Duftperle oder sowas. Genau, da kann man eine schöne Verpackung drumherum basteln und dann kann man das schön verschenken. Okay, dann geht's weiter mit diesem Schrank. So, und jetzt kommt mein Alex-Schrank. Der heißt genauso wie mein Mann. Über dem Alex steht meine Big Shot. Die muss natürlich auf jeden Fall auf meinem Arbeitsbereich stehen. Das ist total wichtig und die habe ich hier gleich griffbereit und trage sie mir dann rüber und kann dann was ausstanzen. Dann unten drunter habe ich mein Reinigungspad für die Stempel. Das ist wirklich ein Utensil, wo ich andauernd benutze und wo ich total praktisch finde. Auf die eine Seite sprüht man den Reiniger und dann kann man das hier, den Stempel drauf sauber machen und dann hier gleich trocknen. Dann geht es hier weiter mit der ersten Schublade. Hier habe ich Klebezettel, Tempos, das ist meine Crocodile. Das ist dieses Teil, mit dem man eben nieten und lochen kann. Das habt ihr bestimmt schon im ein oder anderen Video gesehen. Lineal, meine Stempelmatte, Stempel- und Perforiermatte, ein Taschenrechner, mein kleines Notfallset, das ist ganz süß, weil da sind Locher, Tacker und Tesa drin. Und hier hinten ist noch mein altes Stempelreinigungskissen, das habe ich euch auch mal in einem Video gezeigt. Aber ich muss sagen, seit ich das neue habe, verwende ich das eigentlich gar nicht mehr. Und hier sind auch noch meine Klebematten drin, wenn ich was mit Heißkleber oder mit anderem Kleber klebe, brauche ich das auch immer wieder. In der nächsten Schublade habe ich hier zum Beispiel meine Zierdeckchen einfach auch in so einer großen Stempelbox, bewahre ich die auf, ältere und aktuelle. Hier habe ich auch die Brushes drin und die Strukturpaste. Dann sind hier hinten meine Nachfüller, die habe ich einfach auch in so Dosen. Und hier, ist ganz witzig, ist noch der Plan für mein Bastelzimmer, habe ich mir so aufgemalt, wie ich das so ungefähr planen wollte und ganz viel dazu geschrieben. Genau, das habe ich auch noch da drin. Dann kommt die Schublade mit dem ganzen Embossing-Pulver. Hier sind alle Pulver drin, die ich habe, und der Embossing-Buddy. Und genau, die Löffelchen habe ich mir mit solchen Kabelbindern an den Deckel geklebt. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Bei Alexandra Grabe habe ich den Tipp her. Und ja. Hier unten habe ich noch Boxen, die schon vorgefertigt sind von Stampin' Up. Zum Beispiel diese Mini-Pizza-Schachteln oder andere Boxen. Und ich habe hier auch meine leeren kleinen Embossing-Pulverdosen. Mit denen habe ich nämlich auch noch ein Projekt vor. Da könnt ihr gespannt sein. Und noch eine leere Dose. Also es muss auch immer ein bisschen Platz einfach noch sein, wo man noch was unterbringen kann. Und hier in der letzten Schublade ist mein ganzes Video-Equipment. Da ist normalerweise immer ein bisschen mehr drin, die ganzen Kabel, mein Aufnahmegerät und alles. Aber das habe ich auch dann hier unten drin. Okay, dann geht es weiter in diese Richtung. Also hier stehe ich jetzt vor meinem Stempelregal. Und ihr seht hier ganz viele Stempel. Dieser Bereich hier, das sind alles aktuelle Stempel. Dieser Bereich sind Stempel, mit denen ich noch Videos vorhabe. Jetzt in naher Zukunft. Und diese ganzen Stempel hier sind aus den alten Katalogen. Hier oben sind die Weihnachtsstempel und hier sind noch andere Stempel, die ich vorher schon hatte. Ich finde, es ist ganz praktisch so, mit dem Regal hat man das super übersichtlich und sieht gleich, was man hat und kann sich erstmal hier hinstellen, was man für Stempel braucht, und das nimmt man dann mit. Hier ganz oben sind noch kleine Verpackungen mit Anleitungen, zum Beispiel die Blütenbox, die kann ich euch einblenden. Habe ich euch auch schon mal ein Video aufgenommen. Oder auch diese Box hier, wie man das bastelt.
Und genau, da oben steht eben noch ein bisschen was rum. Diese Kisten übrigens habe ich ja selber gebastelt, da habe ich euch auch mal ein Video gedreht. In diesen habe ich vorher immer meine Sinlets und Framelits aufbewahrt. Und auch meine Pflegefolder, die passen hier nämlich super rein. Also wenn ihr euch das selber basteln wollt, verlinke ich euch auch noch mal ein Video, wenn es noch Platz hat, wie man die bastelt. Hier unten habe ich noch Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, meine Swaps, die ich ertauscht habe. Karten von meinen Teammädels, die sie mir geschickt haben oder zum Geburtstag habe ich auch ein paar Karten bekommen. Die sind eben hier, dass ich immer ein bisschen drauf schauen kann, weil es mich total gefreut hat. Hier sind Karten, die ich selber gemacht habe, die ich einfach noch ein bisschen so ausstelle. Hier habe ich eine Box mit Karten, die fertig sind. Da habe ich mir so ein Register gemacht mit Glückwünschen zur Hochzeit, Geburtstag, alles Mögliche. Da hat man einfach schon mal ein paar fertige Karten und wenn man eine Karte braucht, dann kann man sich hier ganz gut bedienen. Hier ist auch noch mal ein bisschen Ausstellung und hier habe ich noch meine Holzstempel. Genau, dann machen wir jetzt mit dem unteren Teil weiter. Hier habe ich einmal meine ganzen Farbkartone, die ich einfach als Reserve habe. Da ist auch noch mal Designerpapier in 6x6 Inch und Kuvere und vorgefertigte Karten. Noch mal ein paar Stempelkissen. Hier habe ich Kuverts für meine Karten, Tüten, die kennt ihr ja vielleicht auch, verschiedene Tüten eben. Hier ist die Stampin' Success, das ist eine Zeitschrift für Demonstratoren, die wir im Quartal, jedes Quartal bekommen, da sind auch noch Tipps drin für uns. Und hier unten habe ich meine alten Kataloge drinnen. Hier nochmal so Klarsichtfolien. Und der untere Bereich ist nochmal ein bisschen zur Reserve. Auf der einen Seite, ganz wichtig für jeden, der in mein Team kommt, wenn ihr da Lust drauf habt, jeder meiner Teammitglieder bekommt so eine kleine Überraschungsbox. Und da habe ich hier schon ein paar vorgebastelt, da sind dann ein paar coole Sachen drin. Und genau, die habe ich hier schon mal vorgebastelt, genauso wie so eine kleine Mini-Lektüre, die jeder bei mir bekommt, wenn er als Demonstrator einsteigt, dass man einfach nochmal ein bisschen Hilfeleistung bekommt. Und genau, da habe ich auch noch was dazu geschrieben. Daneben habe ich noch Fast Views und Nachfüller für Fast Views. Den gibt es ja leider nicht mehr im Sortiment, aber ich arbeite gerne mit dem, deswegen habe ich mir da noch ein bisschen was zugelegt. Und hier habe ich noch so Holzklammern und sowas hier. Also falls irgendjemand von euch weiß, für was man das benutzt, bitte sagt mir Bescheid. Das sind so Bastelsticks und ich habe die mal zu irgendeiner Bestellung dazu bekommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man damit macht. Wenn man mal einen Kaufladen ausrüsten will, später mal vielleicht, dann kann ich kann mir vorstellen, dass man dazu kleine Lollis machen kann, aber ansonsten weiß ich nicht, was man mit denen macht und ich habe da ganz viele bekommen. Also falls ihr einen Tipp habt, immer her damit. Ja, kommen wir hier noch zum vorderen Bereich. Hier habe ich oben einfach schon fertige Projekte, Verpackungen, die ich irgendwie mal gemacht habe, die man einfach schnell dann zur Hand hat und verschenken kann. Da habe ich einen ganzen Karton voll stehen. Daneben ist das Zubehör für die Big Shot, also neue Acrylplatten, die Aufkleber für die Big Shot, die Klebeblätter, für meine Bürste natürlich das Teil dazu und auch die ganz neuen Matten für die Prägematten und auch die Präzisionsplatte ist hier einfach ganz gut gelagert. Daneben habe ich mir noch ein paar Blöcke zur Seite gelegt und ein paar Bücher mit Bastelanleitungen, die ich jetzt schon ziemlich lang habe. Hier unten sind noch Ideen für Videoprojekte. Also ihr seht, ich habe eigentlich ganz viele Ideen. Ich muss nur dazu kommen, dass ich die mache. Und hier ist noch so eine Mappe. Da habe ich Magnetblätter drin, meine Hüllen mit den Magnetblättern für die Aufbewahrung von den Sinlets und Framelets. Okay. Klappe. Genau, dann habe ich hier ein bisschen Ausstellungsfläche mit ganz, ganz vielen Bastelprojekten. Vielleicht kennt ihr das eine oder andere auch schon aus Videos oder ja, habe ich einfach so gebastelt. Und hier unten drunter ist nochmal so ein cooler Schrank und da zeige ich euch jetzt auch noch, was sich darunter verbirgt. Auf dieser Seite habe ich einfach nur noch leere Ordner, noch ein paar Sachen, die ich ganz gerne aufbauen möchte, also so kleine Magnetdosen zum Beispiel
oder andere Sachen, die man einfach noch irgendwo unterbringen kann. Hier unten sind noch Aufbauten für die Schreibtische oder alte Bilderrahmen, so genau. Hier zum Beispiel ist die Probeleinwand, die kennt ihr ja auch schon. Genau. Und dann auf der anderen Seite, also hier ist eher so der Büroschrank, habe ich hier einmal diese großen LP-Hüllen für die großen Designerpapiere, Klarsichtfolien, die kleinen Hüllen für die kleinen Designerpapiere, Kuverts, Tüten für die Bastelpartys und eben noch ein paar andere Utensilien. Hier unten sind noch Lineale drinnen, Tüten, genau. Ja, und so Powerstrips und was man halt sonst noch so alles braucht. Also das ist eher so der Büroschrank. Ja. Jetzt kommt noch die letzte Ecke. So, und jetzt auf der anderen Seite vom Schreibtisch ist hier noch ein großer Alex mit verschiedenen Sachen. Da ist hauptsächlich Papier drinnen, Tonpapier, Designerpapier, alles von anderen Firmen oder von ja, Moosgummi zum Beispiel, Wellenkarton. Ja, das ist einfach so ein Schrank, wo man einfach noch alles aufbewahrt. Und hier oben sind noch viele Ausstellungsstücke zum Thema Weihnachten drinnen. Auch hier hinten habe ich noch ein paar Leinwände. Und hier in diesem coolen Regal, also mit dem habe ich übrigens angefangen, das war meine erste Bastelwerkstatt, da waren alle meine ganzen Sachen drinnen. Da ist inzwischen nur noch ein großes Projekt drin, das ich noch in Angriff nehme. Das ist ein ziemlich großes Album, das ich gerade noch mache, schon länger. Also es dauert einfach, weil ich dafür einfach viel mehr Zeit bräuchte. Aber hier ist alles drin, was ich dazu verwende. Genau, das habe ich jetzt hier noch so stehen. Und hier sind noch so kleine Stempelkissenregale, die ich mir vorher selber gebastelt habe. Die waren in meinem alten Bastelbüro gestanden. Genau, die habe ich hier eben oben noch drin. Ja, und das war es eigentlich schon von meiner Bastelwerkstatt. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Bei manchen Sachen ist vielleicht der ein oder andere Tipp dabei, wie ihr eure ganzen Bastelutensilien gut aufbewahren könnt. Und genau. Wie gesagt, mir war wichtig, dass ich an alles gut hinkomme und vielleicht ist das der wichtigste Tipp, wenn man überlegt, sich ein Bastelzimmerchen ein bisschen mehr einzurichten oder eine Bastelecke zu machen. Jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne mir einen Daumen hoch geben, da freue ich mich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Alle Sachen, die ich finde, werde ich euch in der Infobox unter dem Video verlinken, damit ihr vielleicht auf das ein oder andere zugreifen könnt. Ich sage bis zum nächsten Mal von Babsis Bastelwerkstatt.